Wir beginnen uns nun langsam mit der Auslegung von Bauteilen zu beschäftigen. In dieser Aufgabe 78 ist ein statisch bestimmt gelagerter Träger gegeben, welcher halbseitig durch eine Gleichlast Q0 belastet wird. Seine Fließspannung ist gegeben und es soll ein passendes T-Profil für den Querschnitt ausgewählt werden, sodass ein Sicherheitsfaktor von 1,2 gegen plastisches Fliesen eingehalten werden kann. Wir beginnen schon langsam den Kreis zu schließen. Vom Anfang von den Auflager- und Schnittgrößenberechnungen zu der Auslegung von Trägern. Und heute ist ein Schritt zum Schließen des Kreises auszurechnen, wie die Biegespannungen ausschauen in einem Träger, also im Querschnitt. Wir haben sozusagen jetzt, wir gehen in die zweite Ebene. Wir haben bisher angeschaut, entlang eines Trägers, wie schauen die Biegemomente aus und Querkräfte und so, also die Verläufe in Trägerlängsrichtung. Und jetzt schauen wir von vorne sozusagen drauf auf das Profil und schauen uns in dem Profil an, wie die Spannungen sich verteilen und wo die maximalen Spannungen liegen, weil das ist dann das Interessante. Wenn Sie das verknüpfen mit dem vom letzten Mal, Vergleichsspannungshypothesen und dann Fließspannung und so, dann kann man damit bestimmen, ob der Träger die Belastungen aushält oder nicht. Dazu muss man aber natürlich, wenn man einen allgemeinen Träger vorliegen hat, alles, die ganze Maschinerie anwerfen. Also Auflagerreaktionen, Schnittgrößenberechnung, maximales Biegemoment suchen und dann erst die Biegespannungen ausrechnen. Das heißt, das Erste sind immer die Lagerreaktionen und natürlich zugehörig ein Freikörperbild, FA und FB, und die Streckenlast ersetze ich wieder durch eine resultierende Q oder FR, ich habe es halt hier Q genannt, im Abstand L Viertel von links, wenn die Streckenlast L halbe lang ist. Das reicht uns für die Auflager. Die resultierende Q ist natürlich für die Rechtecklast Q0 L halbe. Das ist in der Skizze nicht drinnen, dass das Q0 ist. Es steht aber im Text durch eine Gleichlast Q0 belastet. Und Sie können die Bilanzen natürlich noch hinschreiben. Wenn Sie Zeit sparen wollen, können Sie sofort schauen, ob man nicht irgendwas direkt hinschreiben kann. Ich mache die verkürzte Version zumindest für die Bilanzen, nämlich so, nach oben positiv, liefert FA ist gleich Q minus FB, machen wir es gleich so, im Wissen, dass man FB aus dem Momentengleichgewicht ausdrücken, kann man es dann sofort da einsetzen und die Momentenbilanz so herum positiv gegen einen Uhrzeigersinn um den Punkt A, liefert minus Q mal L Viertel plus FB mal L ist das Ganze da, dann kürzt sie ja L raus, weil das ja 0 ist und daraus folgt, dass FB als Q Viertel bzw. Groß Q eingesetzt Q0 L Achtel und FA, wenn es oben ebenfalls fürs Groß Q das Klein Q L Halbe einsetzen und gleich addieren, ist FA 3Q0 L Achtel. Das sollte einen Plausibilitätscheck natürlich wieder standhalten, nämlich wenn die Streckenlast beim Lager links drüben liegt, beim Lager A, dann wird die Lagerkraft A größer sein müssen als die Lagerkraft B. Der zweite Schritt, Momentenverlauf berechnen. Zwei Felder, erstes Feld ist innerhalb der Streckenlast links. Machen wir wieder Freikörperbild. Hier irgendwo die Streckenlast geschnitten, die Lagerkraft FA, die Schnittgrößen M1x. Sinnvollerweise zeichnen wir das QA ein und die Normalkraft, die braucht man nicht ausrechnen, aber fürs Freikörperbild sollte man es einzeichnen. Das Q von x, die resultierende, muss natürlich Q0 mal x sein für die Rechteckslast. Und die Laufvariable x ist hier. Das heißt, das positive Schnittufer, alles positiv eingezeichnet. Dann brauchen wir nur die Momentenbilanz bilden um den Schnittpunkt und kriegen sofort das M1 von x raus. Das muss ja sein, einmal FA
mal x, das wirkt entgegen, minus das q von x mal x halbe ist da der Normalabstand und alles andere wirkt im gleichen Punkt. Dann setzt man nur noch das q von x ein und auch das fa von x am besten gleich. Das sind 3q0l Achtel mal x minus und das q von x ist q0 x mal x halbe. Das ist eh schon die endgültige Form fürs m1 von x. Wie kriegt man jetzt den Maximalwert in dem Bereich? Ableiten, 0 setzen. So wie man bei der Kurvendiskussion auch den Maximalwert kriegt. Die Ableitung von m1 von x nach x natürlich. Wir wollen ja den Maximalwert entlang x finden. Setzen wir 0. Wie schaut die Ableitung aus? 3q0l Achtel, das eine x fällt weg und minus q0x, x Quadrat haben wir da, das gibt dann 2x und mit dem 1/2 kürzt sich das, der 2er weg, ist gleich 0. Sprich, nachdem man das q0 auch noch kürzen kann, sinnvollerweise, das darf ja nicht von q0 abhängen, am Ende, das ist ja nur eine Größe entlang des Trägers, eine Längenangabe, ist das x 3l Achtel. Das ist die Stelle des maximalen Biegemoments. Aber nur im Bereich 1, im Feld 1. Weil für das zweite Feld gilt ja das m1 von x nicht. Muss man getrennt ausrechnen. Deswegen zweites Feld, das rechte, schneide ich auch von rechts vom negativen Schnittufer. Also ich habe hier x', ein komplementäres x' eingeführt und sofort alles auf x' bezogen. Ist ja im Prinzip egal. Es gibt dann halt die Position von rechts für die maximale Stelle. Das m2 von x und q2 und n2, der Vollständigkeit halber. Dann ist das m2 von x', sollte man eigentlich sagen. Wie groß ist das? Na, fb mal x'. Und fb setzen wir ein, q0l Achtel mal x'. Naja, jetzt müssen wir für den Maximalwert natürlich wieder nach x' ableiten. m2 von x' muss man jetzt nach x' ableiten und 0 setzen. Wenn wir das nach x' ableiten, kommt q0l Achtel ist gleich 0 raus. Das geht nicht. Da muss ja L 0 sein oder Q 0, 0 sein. Warum geht das nicht? Weil das eigentlich genau nicht mehr im Bereich drinnen ist. Was man sofort sieht, wenn man auf die Skizze schaut, ist, dass wenn sich da nichts mehr ändert bis zur Streckenlast in dem Bereich, dann wird das Moment ja immer größer, weil der Normalabstand zu FB immer größer wird. Das heißt, das maximale Moment muss dort liegen, wo das x' am größten wird. Und es ist genau an dem Punkt, wo der Bereich aufhört. Das liegt nicht, in Wirklichkeit nicht mehr drinnen im Bereich. Das heißt, man muss das sozusagen händisch bestimmen, dass das maximale Moment nur dort sein kann, wo x' am größten ist. Also schreiben wir vielleicht so, m2 max muss m2 an der Stelle x' gleich l halbe sein, dort wo der Bereich schon aus ist. Größtes x' schreibe ich her. Und dann kann man natürlich einsetzen. Und kriegt der Q0L Quadrat 16 raus für den Wert. Und das x' ist L halbe, ist die Position. Wenn wir jetzt oben noch einsetzen, das M1 Max, hier einfach die Stelle 3L Achtel von oben einsetzen. Das M1 bei x ist 3L Achtel. Das liefert dann nach oben geschaut, zusammengefasst, auf gleichen Nenner gebracht, 9/128 Q0L Quadrat. Das ist der gleiche Faktor Q0L Quadrat. Und da muss man sich halt anschauen, was größer ist von den beiden, weil jetzt muss man ja das globale Maximum finden. Und wenn Sie das ausrechnen, dann kommt da ungefähr raus 0,07 Q0L Quadrat. Und hier kommt ungefähr raus 0,06 Q0L². Das heißt, das hier ist das globale Maximum.
Und jetzt setzen wir das ein und rechnen es aus. Mit den Zahlenwerten, was der Zahlenwert von M Max über den gesamten Träger ist. M Max ist also M1 Max und das sind 1,898 mal 10 hoch 6 Newton Millimeter. Das ist der erste Schritt. Jetzt haben wir die eine Ebene erledigt, sozusagen die entlang der Trägerlängsachse die Stelle und die Größe des maximalen Biegemoments gefunden. Jetzt klappen wir den Träger um und schauen aufs Profil drauf und suchen die Stelle des der maximalen Biegespannung, die durch dieses maximale Biegemoment entsteht. Die maximale Biegespannung. Und da gibt es eine Hilfsgröße und die Hilfsgröße nennt man Widerstandsmoment, die sich errechnet aus einem Abstand und einem Flächenträgheitsmoment und die natürlich für jedes Profil auch tabelliert werden kann, weil es immer das gleiche ist für jede Geometrie. Die maximale Spannung ist nämlich das maximale Biegemoment durch das Widerstandsmoment um die jeweilige Achse, in dem Fall ist es Y. Je nachdem, wie das Profil drinnen liegt. Das ist ein T-Profil. So schaut es dann aus, wenn Sie aufs Profil drauf schauen, vom positiven Schnittufer aus gesehen. Das Widerstandsmoment, WY, ist das Flächenträgheitsmoment um Y durch E. Und E ist der maximale Randfaserabstand. Einfach der Abstand zur, je nachdem, wo das liegt, oben oder unten von Y aus gesehen, der maximale Abstand, bis das Profil aus ist. Ganz einfach. Hier beispielsweise nach unten wäre es zum Beispiel E1 und nach oben E2, wenn man beide Bereiche ausrechnen möchte. Dann kriegt man auf einer Seite Druck, auf der anderen Seite Zug und unterschiedliche Werte, wenn E1 und E2 sich unterscheiden natürlich. Ja? Und das setzen wir ein. Und das muss kleiner sein wie unsere angegebene zulässige Fließspannung mit, haben wir einen Sicherheitsfaktor, genau, mit Sicherheitsfaktor 1,2. Sigma zulässig ist ja dann die Fließspannung dividiert durch den Sicherheitsfaktor. Der ist 1,2, die Fließspannung ist 225 Newton pro Quadratmillimeter. Durch 1,2, das sind dann 187,5 Newton pro Quadratmillimeter für die zulässige Spannung. Das heißt, umgeformt von hier oben, das WY muss größer gleich unser Biegemoment dividiert durch die zulässige Spannung sein. Und die kennen wir jetzt beide. Und wenn wir die einsetzen, dann kriegt man ein erforderliches Widerstandsmoment von 10.122,7. Und welche Einheit hat das Ding? Millimeter der dritten muss es haben. Wenn das Flächenträgheitsmoment oder Meter der dritten, halt wie auch immer, Länge zur dritten. Das Flächenträgheitsmoment hat Länge zur vierten, durch einen Abstand Länge ist Länge zur dritten. Also Millimeter hoch 3 haben wir in dem Fall. Das ist das Erforderliche. Und wenn Sie in die Tabelle reingehen und ein T-Profil aussuchen, dann hat das T80 ein Widerstandsmoment, das das Erforderliche erfüllt. Das ist das kleinstmögliche, nämlich WY von 12,8 cm zu dritten. Weil das sind ja 10,123 cm zu dritten.